Hallo liebe Freunde der seichten Unterhaltung und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Die Spannung steigt. Es spitzt sich zu, die Situation. Also irgendwie müssen wir jetzt Herr White endgültig überführen. Wir haben zumindest schon mal die These aufgestellt, dass er der Täter sei. Aber jetzt hat er noch eine weitere Aussage ausgestellt und die wollen wir uns jetzt mal anhören. Frau Mays Aussage war richtig, so wie meine. Als sie die Frau angriffen, rannte sie zuerst nach links. Und dann trafen sie sie hart. Das war es, was ich gesehen habe. Danach rannte sie mit letzter Kraft nach rechts. Sie liefen ihr hinterher und verpassten ihr den tödlichen Schlag. Ach ja. Ist klar. Das war es, was Frau May gesehen hat. Verstehen Sie? Sie schlugen sie zweimal. Haben Sie das vergessen, Herr Anwalt? Ist sie nicht durch einen sofortigen Schlag gestorben? Moment. Das scheint logisch zu sein. Möchten Sie den Zeugen ins Kreuzfeuer nehmen? Ja, darauf können Sie Gift nehmen. Ich meine, ja, Euer Ehren. Also die Aussage finde ich doch schon recht aufgespitzt, dass ich zweimal zugeschlagen, dass Phoenix zweimal zugeschlagen haben soll. Ich muss da jetzt einmal nochmal schnell was nachgucken. Starb durch stumpfen Schlag, konnte nach Treffer noch ein paar Minuten gelebt haben. Ach ja, nee, ist klar. Das ist auch wieder gedreht worden. Mayas Handy? Nee, ist klar. Ja, jetzt habe ich aber hier keine. Der Autopsiebericht war doch normalerweise. War doch normalerweise für mich das optimale Ding. Aber egal. Gut. Ich werde jetzt erstmal jede andere Aussage wieder angreifen, weil da bin ich mir jetzt wieder unsicher. Was meinen Sie damit? Genau das werde ich Ihnen gleich erklären. Amerikaner sind immer so ungeduldig. Das tut euch nicht gut. Hey, Freundchen, auch du bist Amerikaner. Als sie die Frau angriffen, rannte sie zuerst nach links. Moment. Was meinen Sie mit zuerst? Zuerst? Das kommt vor dem, was danach passiert. Sie sprechen Englisch, oder? Bitte setzen Sie sich. Ich werde es für Sie mit einfachen Worten versuchen. Zuerst rannte sie nach links und dann? Und dann trafen sie sie hart. Das war es, was ich gesehen habe. Ich habe niemanden geschlagen. Aber Herr Wright, es bringt nichts, dem Gericht etwas zu verschweigen. Ich verschweige nichts. Oh. Die Anklage beantragt, dass die Verteidigung die Aussage nicht unterbrechen darf. Herr Wright, Sie wurden gewarnt. Warum ist er wütend auf mich? Danach rannte sie mit letzter Kraft nach rechts. Was meinen Sie mit danach? Danach kommt immer nach zuerst. Das weiß ich. Mehr wissen Sie dazu nicht wissen, Herr Anwalt. Wie ich schon sagte, sie drehte um und sprang verzweifelt nach rechts. Sie liefen ihr hinterher und verpassten ihr den tödlichen Schlag. Hören Sie auf zu sagen, dass ich es gewesen sei. Aber Sie waren es. Oh, wieder ein Anspruch von Edward. Herr Wright, Sie behaupten, Sie seien es nicht gewesen. Beweisen Sie es. Ah, ich kann nichts tun, oder? Gar nichts? Darf ich fortfahren? Ja, Sie dürfen fortfahren. Sie. Das war es, was Frau May gesehen hat. Jeder von Ihnen hat also eine andere Szene gesehen? Absoposilut. Genauso war es. Wo hat er nun diesen nervigen Satz her? Also, lassen Sie uns weitermachen. Verstehen Sie? Sie schlugen sie zweimal. Na, die greife ich auch nochmal in die Aussage, weil, haben Sie denn beides gesehen? Ich schätze ja. Entschuldigen Sie bitte, dass ich das zuvor nicht erwähnt habe. Was halten Sie davon, Phoenix? Ich glaube, wir haben ihn da, wo wir ihn haben wollen. Er hat einen Fehler gemacht. Lassen wir ihn nur lachen. Ich werde ihm das Grinsen schon austreiben. Gut, also. Frau Mays Aussage war richtig, so wie meine. Das hatten wir ja schon angegriffen. Das zweimal schlagen, das stört mich ein bisschen. Und dann, wir sprechen einfach mal auf den Autopsiebericht an, weil das ist auch wahrscheinlich richtig. Herr White, das Opfer starb durch einen Schlag. Was fällt Ihnen dazu ein? Jetzt muss ich ihn dort packen, wo es weh tut. Herr White, sagen Sie dem Gericht nicht, dass Sie absolut perfekt sind. Na schön, ich werde das in Zukunft nicht mehr sagen. Euer Ehren. Würden Sie jetzt den Zeugen um eine Berichtigung seiner Aussage bitten? Der Zeuge ist offensichtlich verwirrt, Euer Ehren. Ich
beantrage daher eine 10-minütige Pause. Ja, ja, sicher. Nee, nee. Mm-mm. Der Zeuge ist so verwirrt, weil er lügt. Ich beantrage entschieden, die Verhandlungen nicht zu unterbrechen, euer Ehren. Ja, wir wollen Gerechtigkeit. Lassen Sie ihn nicht davonkommen. Auf einmal sind alle auf meiner Seite, ist ja schön. Na schön. Würde der Zeuge seine Aussage bitte berichtigen? Das Publikum ist auf meiner Seite. Jetzt gibt es kein Entkommen mehr, White. Herr White? Okay. Gut, die zwei Versionen. Die nächste Aussage. Nun sehen Sie, ich sah zum anderen Fenster, als ich hörte, wie das Ding umfiel. Dann im nächsten Augenblick sah ich, wie Frau Mia nach links rannte. Der Mörder sie griff an, aber sie konnte ausweichen. Und dann drehte sie sich und rannte zur Tür. Dann erwischten sie sie mit einem einzelnen Schlag. Paff! Was ist da zu Bruch gegangen? Paff, in der Tat. Sehr schön, beginnen Sie bitte mit dem Kurzverhör. Herr Richter, mein Magen, Sie verstehen, ich habe Schmerzen. Schlucken Sie es runter. Wir sind fast fertig. Hm. Weil, was ist da zu Bruch gegangen? Wovon spricht er da? Nun sehen Sie, ich sah zum anderen Fenster, als ich hörte, wie das Ding umfiel. So, was ist da denn umgefallen? Sie hörten, wie das Ding umfiel? Was genau war das Ding? Hä? Diese gläserne Stehlampe. Richtig, die am Tatort umgefallen war. Phoenix, finden Sie das nicht ein wenig seltsam? Ja, sehr seltsam. Ja, das ist seltsam. Ich werde ihn noch weiter angreifen. Herr White. Hä? Was? Sie sagen, Sie hätten die Stehlampe gesehen? Ja. Dann ändern Sie Ihre Aussage, um das zu berücksichtigen. Tut mir leid, mein schlechtes... Der Zeuge revidiert seine Aussage. Gut, gut, natürlich. Als ich hinsah, sah ich eine Stehlampe auf dem Boden liegen. Moment. Hätte er sie überhaupt sehen können? Schau ich mal schnell nach. Er hätte sie nicht sehen können. Sie ist nämlich zu der rechten. Oder zur linken. Dann mache ich mal einen Einsprung mit dem Bodenplan. Herr White. Sie hätten die Stehlampe gar nicht sehen können. Was? Sehen Sie her. Das ist der Bodenplan des Tatorts, nicht wahr? Genau. Richtig, euer Ehren. Nun, sehen Sie. Würden Sie durch das Fenster im Büro sehen, wäre dies der Bereich, den Sie sehen könnten. Hier. Nun, beachten Sie, dass die Standfläche nicht im Sichtbereich befindet. Nun, Herr White. Was fällt Ihnen dazu ein? Lächerlichkeit. Herr White, wären Sie im Hotel Gatewater gewesen, wie Sie behaupten, hätten Sie die Lampe nicht sehen können, bevor sie umfiel. Sie hätten sie auch nach dem Unfall nicht sehen können. Sie hätten nicht erkennen können, dass die Glasscherben zu einer Stehlampe gehören. Wann also haben Sie die Lampe gesehen, Herr White? Es muss in dem Moment gewesen sein, als sie fiel. Und der einzige Ort, von dem Sie aus die gesehen haben können, ist die Kanzlei Fay. Mit anderen Worten, Sie waren zum Zeitpunkt des Mordes am Tatort. Okay, also. Herr White? Herr White. Sie waren es, nicht wahr? Herr Richter? Ich, Frau Mia. Hey, sieht aus, als gibt es gleich ein Urteil. Oh, Edgeworth. Jetzt ist Schluss, Phoenix Wright. Was? Mist. Ich habe Edgeworth vergessen. Herr White. Ich denke, es ist soweit. Sollten Sie Ihr Verbrechen jetzt nicht gestehen? Was? Ich sagte, Sie sollten Ihr Verbrechen jetzt gestehen. Also. Geben Sie zu, dass Sie die Wanze verplatziert haben. Oh nein. Ein Wink mit der Dachlatte. Die Wanze? Ruhe, Ruhe! Herr Edgeworth, erklären Sie dem Gericht, was Sie meinen. Hochverehrtes Gericht, Herr White ist etwas verwirrt. Erlauben Sie mir, das zu erklären. Mir gefällt gar nicht, wohin das läuft. Wie Sie wissen, ist Herr White der CEO von Blue Corp. Er wies seine Sekretärin Frau April May an, die Kanzlei von Frau Fay abzuhören. Wie hängt das zusammen mit... Euer Ehren, die Frage lautet,
Wann wurde die Wanze im Büro platziert und von wem? Nein, das können Sie nicht tun. Herr White, um die Wanze anzubringen, drangen Sie in Frau Fays Büro ein. Stimmt das? Korrekt. Das ist vollkommen korrekt, Miles. Das darf nicht wahr sein. Ja, ich drang in die Kanzlei Fay und Partner ein, um die Wanze anzubringen. Wie er sich sonst noch versucht rauszuschmieren, finden wir beim nächsten Mal raus. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney, sprach der Raven hat nimmermehr.